Herzlich willkommen zum Abschluss der Foskis 2019 und auch des OSM-Samstags. Das ist jetzt hier wirklich die allerletzte Veranstaltung. Und wir haben uns gedacht, dass wir noch eine kleine Abschlussrunde hier machen, damit jeder aus den Sessions nochmal die Möglichkeit hat, ein, zwei Sätze dazu zu sagen, was in den Sessions passiert ist. Und wir fangen heute an mit Postgres-Postgres-Austausch und dazu haben wir Jochen. Das war eigentlich so ein ganz nettes Gespräch, ohne dass da jetzt groß bei rausgekommen ist, aber wir haben mal ein paar Leute einfach zusammengebracht, die Postgres in der einen oder anderen Form mit OpenStreetMap-Daten benutzen, aber fast alle benutzen OSM2PGSQL in irgendeiner Form und viele auch Imposen und andere Sachen, und wir haben halt mal so ein bisschen gefachsimpelt über Indizes und Import-Tools und also Sachen und kein großes Ergebnis. Tabellenbloat, ganz wichtig. Tabellenbloat, genau, aber ganz guter Austausch und könnte mir vorstellen, dass man sowas immer mal wieder macht, um so zu sehen, was so die neuesten Sachen hier und dort sind, was man auch noch wieder in seine eigene Toolchain mit einbauen kann. Und ich glaube, es war der Aufruf zu mehr Postgres-Vorträgen im Programm. Also spezifischen Vorträgen. Das wäre sicher auch nicht schlecht, ja. Wenn Leute da ihre Erfahrungen ein bisschen weitergeben und so die Tricks zeigen, was sie so gemacht haben. Vielen Dank. Als nächstes Fahrradknotenpunkte. Christopher, du bist da schon da, dann kannst du es ja gleich machen. Ja, ich habe mich schon positioniert und das Mikrofon geklaut. Ja, Fahrradknotenpunkte bin ich erstmal auf meinen Vortrag nochmal eingegangen, weil ich glaube ein oder zwei Leute aus der kleinen Runde nur bei meinem Vortrag gestern waren, und da habe ich das nochmal erläutert, beziehungsweise der Martin hatte mich unterstützt und das auch nochmal mit anderen Leuten, die sehen jetzt hier nicht im Publikum, haben wir das nochmal ein bisschen erläutert, haben gesagt, wo die Probleme im Moment hängen, also bei dem Routendefinition, und dass wir da ein bisschen das Ganze noch ausarbeiten müssen und wahrscheinlich am Sommercamp dann nochmal intensiver gehen. Ich meine, das Slides wahrscheinlich mal aktualisieren werde auf Englisch nochmal, damit ich es dann auch, ich sag mal, so einem internationalen Publikum so ein bisschen präsentieren kann, was ich rausgefunden habe, wie das Ganze aussieht, und dann mal sehen, ob wir da dann ein neues Tagging-Schema oder sowas draus entwickeln. Wunderbar, also es geht weiter währenddessen es geht weiter auf jeden Fall beim, was ist das, Hackcamp? Wie heißt es? OSM Sommercamp. Sommercamp, Entschuldigung, Sommercamp. Im Juni in Essen, im Linux Hotel. Wunderbar. Und ich glaube, es sind noch Plätze frei. Also wer noch Interesse hat, soll sich den Termin mal vormerken. Wir machen jetzt weiter Positionspapier zur Zensurfreiheit. Und das haben wir nach Kana, bitteschön. Ja, warum wir nicht zensieren? Ich habe da einen Entwurf geschrieben gehabt und dann haben wir diskutiert und noch an einigen Stellen angepasst, um Anwendungsbeispiele ergänzt. Das ist einfach eine Antwortvorlage oder eine fertige Antwort, die wir Leuten schicken, die irgendwas in OSM gelöscht haben wollen, was man eigentlich durch das Ergänzen von Access Private schon klären kann. Vielen Dank. Achso, Wiederbelebung Pressearbeit Deutschland, da kannst du auch gleich was zu sagen. Ja, da waren wir leider nur zu zweit, da war nur Hanna mit dabei. Schade, dass sich da nicht so viele andere für interessiert haben. Wir wollen da... Da haben so viele heute früh noch Interesse geheuchelt, und als ich gesagt habe, wow, es wollen so viele kommen, da gab es hier ein riesen Hallo im Publikum und dann kamen doch nur zwei, ne? Ja, am Ende will halt keiner die Arbeit machen. Ja. Das ist immer so in also freiwilligen Organisationen. Ihr seid die Bösen, nicht ich. Wir wollen künftig ein bisschen Pressemitteilungen hin und wieder rausgeben, zum Beispiel über coole OSM-basierte Karten, wie zum Beispiel möglicherweise die Campingkarte vom Sven mal, wenn er da nicht Nein schreit. Und ich will da auch mal so im OSM-Wiki den Teil zum Thema Presse auf Deutsch mal aufräumen und ausmisten. Da gibt es einen, der ist alt und gammelig. Ja, vielen Dank. Möchte denn jemand noch was kurz zu QGIS, zum QGIS-Workshop sagen, oder ist da... Ohne Bier. Das Bier, ja, QGIS für Laien war der einzige Workshop am OSM-Samstag. Er hat sich bewusst an Laien gerichtet, die jetzt nicht unbedingt mit QGIS schon gearbeitet haben. Der Vorteil, also der Workshop war ganz gut besucht und die Teilnehmer waren auch sehr positiv über den Inhalt eingestimmt und konnten danach, sage ich mal, mit QGIS die wesentlichen Funktionen umsetzen, konnten eine eigene Karte erstellen, konnten eigene Geodaten aufnehmen, konnten Kartenmaterial, auf was eingescannt ist, georeferenzieren und konnten eine druckbare Karte am Ende daraus machen. Und damit war das Ziel, sage ich mal, vollkommen erfüllt, und waren auch nur 90 Minuten und mehr hätte auch nicht reingepasst. Und die Teilnehmer haben im Prinzip alles grundlegend über QGIS kurz gelernt, mal reingeschnuppert. Und ich denke, die einen oder anderen haben auch Lust auf mehr bekommen.
Wird es nächstes Jahr wieder einen QGIS für Line, für Halbline, für Fortgeschrittener geben? Die Frage muss man ans Programmkomitee richten. Okay, ich glaube, das Programm... Das kann ich jetzt nicht direkt so sagen. Vielleicht wird ja auch nicht angenommen. Ohne jetzt fürs Programmkomitee sprechen zu wollen, solche Einreichungen werden bestimmt gerne genommen. Also würde ich auch gerne wieder machen. Dann haben wir es jetzt auf Band. Okay. Alles klar. Vielen Dank für den Bericht. OSM Tools und 3D, vielleicht gibt es dazu ganz kurz etwas. Tobias? Ja, also viel gibt dazu eigentlich nicht zu sagen. Wir haben uns halt nochmal gemeinsam das Tool angeschaut, ein paar sehr schön gemappte 3D-Städte gesehen und uns ein bisschen drüber ausgetauscht. Ja, wo es noch ein bisschen hakt mit dem Tagging, wo die Grenzen dessen sind, was wir in OSM wollen und was vielleicht besser als ja, 3D-Modell mit Blender oder sonst was gebastelt werden sollte. Ja, und das wird sicher in Zukunft noch ein bisschen weitergehen. Okay, wunderbar. Vielen Dank. Dann ÖPNV-Daten, diese laute Minderheit, die hier schon heute fürs Pöbeln aufgefallen ist. Konsti. Nein, aber ÖPNV, komm gerne vor, Felix. Ja, komm gerne hier nach vorne. Konstantin, wenn du willst, können wir auch. Schon okay. Ja, wir haben uns ein bisschen überlegt und unterhalten, was wie irgendwie die Dynamik mit ÖPNV aussieht in OpenStreetMap, was ein bisschen anders ist. Wir haben uns überlegt, was gehört dazu. Also es war irgendwie ein großer Konsens, dass die auf jeden Fall die sichtbaren Sachen Teil dessen ist, was wir wollen. Bei Buslinien selber gab es verschiedene Meinungen, würde ich sagen. Und bei Zeit war ziemlich klar, dass wir nicht so weit gehen wollen. Und wir haben ein bisschen darüber gesprochen, was man tun könnte, um ÖPNV zu verbessern, was für Tools wir bräuchten, um das attraktiver in OpenStreetMap zu machen und vielleicht ÖPNV so ähnlich und so einfach und so komfortabel mappen zu können wie Straßen. Wunderbar, Dankeschön. Achso, genau, du hast doch auch einen Deep Learning Slot gemacht, vielleicht kannst du dazu auch gleich was erzählen. Jupp, in Deep Learning haben wir ein bisschen zusammengetragen, was es so gibt, was man im Moment so machen kann, was bis jetzt gemacht wurde. Wir haben uns überlegt, wofür man es einsetzen könnte. Wir haben uns überlegt, wofür wir es einsetzen möchten. Wir haben ein bisschen über Import gesprochen. Wir haben gesprochen über Hilfsmittel, die man vielleicht damit unterstützen könnte. Und genau, und wie das, was für Effekte das eventuell auf unsere Community haben würde. Und genau, und haben dann eine angenehme Diskussion geführt. Habt ihr irgendwas Konkretes jetzt rausbekommen, was ihr mit Deep Learning zum Beispiel umsetzen könntet irgendwann? Es gibt ein paar Ansätze, die auch entwickelt werden in den nächsten Monaten und die werden in die Richtung gehen, einfach den Mapping-Workflow zu unterstützen. Und ich glaube, bei der Frage, ob man Geometrien irgendwie schon in die Hände oder in den Mauszeiger der Mapper geben möchte, da ist noch ein großes Fragezeichen dabei. Weil sich die Dynamiken eventuell ein bisschen ändern wird im Vergleich zu früheren Datenquellen, die man eingepflegt hat, weil wahrscheinlich oder was anzunehmen ist, einfach das Ganze viel schneller und viel größer wird und wir uns überlegen müssen, wie wir damit umgehen und ob wir damit umgehen wollen. Okay, dankeschön. Park and Ride und LKW-Maut. Ich weiß nicht, ob du es zusammen machst oder getrennt oder wie auch immer, aber wollt ihr beide? Na komm, traut euch. Ja, okay. Aber die Namen sind falsch rum da, ne? Da müsst ihr euch richtig rum hinstellen, bitte. Genau. Ich bin Robert, ne? Und wir haben ein bisschen über die PKW und LKW-Maut gesprochen. Ich habe allgemein nochmal über das Thema mal zusammenfassend nochmal erklärt. Bin mal kurz auf das Wiki eingegangen und habe da mal erklärt, was mir so aufgefallen ist und haben diskutiert darüber, wie wir das zukünftig vielleicht tacken wollen und auch geklärt, dass man das Wiki mal aufräumen sollte und ja, und dann werde ich mich demnächst auch mal im Wiki ransetzen und da mal was Schönes zuschreiben.
Ja, und zum Thema Park and Ride, Parken und Mitfahren oder Park and Rail haben wir uns ausgetauscht zum Tagging und genau verschiedene Fragestellungen diskutiert. Und für mich war so das Fazit, dass ich die Ergebnisse mal zusammenschreiben möchte und vielleicht mal eine Wochenaufgabe daraus machen möchte. Das ist so das Fazit. Ich stelle an der Stelle auch gleich die Session Geocoding, Nominatim und Photon vor. Sarah ist etwas eingekeilt, du rufst einfach zu. Sarah und ich haben noch mal ein bisschen vorgestellt, Sarah insbesondere Funktionsweise von Nominatim, von Photon, haben die Möglichkeiten aufgezeigt, was man damit machen kann, ein bisschen Einblicke geben in die Funktionsweise und ja, haben, glaube ich, so einige Fragen geklärt und wer es nutzen möchte, kann da jetzt, glaube ich, auch einsteigen und das weiter ausprobieren. Habt ihr noch irgendwas besprochen, was jetzt demnächst in der nächsten Zeit ansteht oder was ihr machen wollt oder was Nutzer damit machen wollen? Ja, also Sarah hat schon einiges vorgestellt, was noch sie vorhat auf der Liste bei Nominatim, also das, GESOC, genau, also genau, es gibt eine ganze Reihe von Vorschlägen, die Sarah gemacht hat für den Google Summer of Code, also wer sich da berufen fühlt, von den vielen Ideen, die es gibt, zu erweitern, das sind so Themen, also beziehungsweise was ohnehin schon ansteht, ist eine Filterung vom Import in Nominatim, dann das Thema QS sind ein paar Auswertungen, die sich Sarah überlegt hatte. Und ja, also es gibt eine Reihe von Ideen und wer mag, da einfach mal reinschauen. Wunderbar, vielen Dank. Dann können wir als nächstes OSM-Wiki, Hanna, vielleicht kannst du da noch mal so ein paar Ergebnisse der Diskussion zum Besten geben. Ja, also beim Wiki ging es erstmal darum, dass ich nochmal für diejenigen, die in meinem Talk nicht dabei waren, weil es nun parallel zu der Führung im mathematisch-physikalischen Salon und auch noch parallel zu einem weiteren Talk war, nochmal kurz 10 bis 15 Minuten meine Ergebnisse da so zusammengefasst habe. Und danach sind wir eigentlich bei der Listenproblematik dann doch ziemlich hängen geblieben, wobei es hierbei eigentlich weniger um jetzt eine konkrete Umsetzung ging, sondern vielmehr, was ist denn da eigentlich genau die Problematik, das nochmal rausgearbeitet haben, uns dann darauf geeinigt haben, dass es da sehr viele unterschiedliche Listen gibt und man da jetzt nicht so unbedingt einen konkreten Vorschlag für alles haben kann, sondern sich das nochmal getrennt angucken muss. Prinzipiell fand ich es aber gut, dass ich da erstmal das Feedback bekommen habe, dass die Problematik auf jeden Fall auch von anderen gesehen wird, da allerdings noch ein bisschen noch ein bisschen Arbeit reingesteckt werden muss, um da nochmal genau rauszuarbeiten, worum es da eigentlich geht. Und genau zum Kalender, das Ganze hatten wir dann auch nochmal sehr kurz angesprochen, allerdings auch nicht, dass da jetzt so eine konkrete Lösung bei rausgekommen ist. Genau. Habe ich noch was vergessen? Du saßt ja auch mit drin. Sagen wir mal, schön, dass wir drüber gesprochen haben und wir kennen das Problem jetzt ein wenig besser. Genau. Gut. Vielen Dank dafür. Dann hätten wir noch, was erwarten wir von der OSMF? Roland, Hanna, rauf nicht zu sehr mit dem Mikrofon weg. Wir brauchen hier vielleicht... Ja, macht die Aufzeichnung leichter. Also ich hatte in die Session mitgenommen, die Sorge um die Zukunft, die nach dem Global Logic Vorfall entstanden war, ob eine Firma hergehen könnte und die OSMF feindlich übernehmen kann. Plus das übliche Alltagsgeschäft an Sorgen, um das bei Reformbemühungen immer mal wieder hochkommt, wie Transparenz und die Rolle vom Advisory Board und Ähnliches. Und habe sehr erfreuliche Ergebnisse mitgenommen, nämlich zum einen ein klares Bekenntnis zur Kultur der Freiwilligkeit. Nur wenn wir das wirklich darum und dafür werben wollen, das wieder in den Mittelpunkt zu stellen, wird es erforderlich sein, das erstmal auf den Punkt zu bringen, was das für uns genau heißt. Eine der Dinge, die ich auch neu dabei gelernt habe, ist, dass das Share-Alike, das für uns der Garant ist, die Daten dauerhaft frei zu behalten, gar nicht so sicher in der OSMF verankert ist, wie wir alle, wie ich gedacht hätte. Und es wird sich sicherlich daraus entwickeln, ich werde sicherlich den Prozess jetzt erstmal ein bisschen weitertreiben, damit wir in der Lage sind, als deutsche Community auch unsere Ansprüche an eine jetzt nach dem Global Logic formulierte Forderung einer OSMF-Reform auch so vertreten können, dass wir da sicherlich nicht übergangen werden.
Dankeschön für die Ergebnisse. Osmoscope, Jochen, hast du vielleicht eine kurze Zusammenfassung, was bei dir in der Session passiert ist? Ja, ich habe nochmal, ich hatte ja gestern einen Talk gehalten über, vorgestern über Osmoscope und habe dann noch ein paar Worte für die zwei Leute, die nicht dabei waren, gesagt. Ansonsten haben wir uns halt drüber unterhalten, hauptsächlich was für Features da vielleicht noch fehlen. Ich habe also eine Liste von Features, Feature-Requests sozusagen mitgenommen für mich und ja, konnten einfach ein paar Sachen klären, was Leute noch an Fragen hatten. Ja, danke schön. Dann haben wir noch last but not least Tim, dem ich, das muss ich nochmal öffentlich sagen, dem ich frecherweise eine halbe Stunde seiner Session geklaut hatte, obwohl ich es hätte besser lösen können. Aber ich hoffe, dass ihr trotzdem etwas erarbeiten konntet. Ich denke, ein bisschen was konnten wir machen. Wir haben die Fördermöglichkeiten und Kooperationsmöglichkeiten gezeigt zwischen Wikimedia und OpenStreetMap-Projekten und den Leuten, die da lokal arbeiten. Ich habe dann nochmal ein bisschen die einzelnen Projekte, die so über die Jahre entstanden sind, aufgeführt und nochmal ein bisschen erwähnt, wo es vielleicht auch durchaus Bedarf gäbe an Maintainern und vielleicht hat ja auch der eine oder andere neue Ideen bekommen. Dann gab es halt eben im Bereich Kooperation noch so durchaus den Hinweis, den ich mitgenommen habe, dass wenn Wikidata-Leute kommen, sie durchaus ein bisschen mehr Respekt gegenüber OpenStreetMap mitbringen sollten. Und daraus ist dann auch so mal die Idee entstanden, dass man vielleicht auch mal so ein Kennenlerntreffen veranstaltet, um das ein bisschen auszubauen. Und dann waren die halbe Stunde eigentlich auch schon um. Soweit. Ja. Gut, herzlichen Dank. Ich glaube, ich habe doch noch eine Session vergessen, es tut mir leid. Marc, du möchtest doch bestimmt noch dazu erzählen, wie die Konferenzplanungstools so jetzt weiter genutzt werden. Genau, wir haben uns als erstes über Pre-Talks, das ist unser Call-for-Paper-Software, unterhalten, festgestellt, dass es sehr gut funktioniert hat. Durch ein Feedback eines Speakers haben wir so einen kleinen Feature-Request formuliert, den wir stellen werden, haben uns dann über Pre-Ticks unterhalten, Sachen, die wir nächstes Jahr anders machen wollen. Und vor allem die Zusammenarbeit zwischen Pre-Talks und Pre-Ticks. Ja, das war es dann eigentlich schon. Ja, herzlichen Dank. Das war es eigentlich programmtechnisch schon. Vielen Dank an alle Sessionleiter, vielen Dank an alle Teilnehmer. Ein kleiner organisatorischer Hinweis, es ist noch sehr viel Essen und sonstige Verpflegung über. Geht bitte gerne nochmal vor den Audimax und holt euch gerne ab, was ihr möchtet und was ihr braucht. Ansonsten sehen wir uns alle hoffentlich nächstes Jahr oder halt auf eine der anderen Veranstaltungen, wie zum Beispiel dem Sommercamp oder der SOTTEM. So, und jetzt muss ich mal kurz reinspringen. Natürlich vielen Dank an die Organisatoren und all die vielen Helfer hier. Ja, auch von mir. Ich bin ja nur so ein bisschen Orga. Eigentlich stehe ich hier nur auf der Bühne, aber vor allem ohne Marc, ohne Katja, ohne viele andere, ohne das VOG wäre das hier alles nichts geworden. Und die haben hier echt eine Riesenarbeit geleistet. Das war mir als Besucher eine Riesenfreude. Wir sehen uns hoffentlich nächstes Jahr, aber vergesst nicht, das ganze Jahr über gibt es was zu tun in der FOSCIS und in der OSM-Community und bleibt dran. Bis dann. Tschüss.